Burnout. Um was geht es bei Burnout? Als erstes sollte mal klar sein, dass Burnout und Depressionen ein und dasselbe sind. Burnout klingt anscheinend etwas gesellschaftsfähiger, weil Menschen dann denken, wenn sie einen Burnout haben, dann haben sie viel gearbeitet, sie haben viel geleistet, sie waren fleißig. Und manche wiederum denken, ich habe doch keine Depression, ich bin doch nicht gestört oder ich habe doch kein psychisches Problem, ich habe einfach einen Burnout. Wie gesagt, Burnout und Depressionen sind das Gleiche. Die Symptome sind das Gleiche. Wenn man unter Depressionen leidet, ist man antriebsarm, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, man kriegt nichts mehr geregelt. Das Gleiche ist beim Burnout genauso. Man ist einfach überfordert, man kann dem ganzen Leben nicht mehr standhalten. Wenn jemand sagt, ich habe doch keine psychische Störung, also ich habe doch keine Depressionen. Burnout ist auch eine psychische Störung, weil der Mensch nicht versteht, dass er ausgebrannt ist. Burnout heißt ja ausbrennen, da muss man sich fragen, warum brennt jemand aus? Hat er so wenig Körperbewusstsein oder Selbstbewusstsein, dass er nicht merkt, dass sein Körper bereits brennt? Nur wenn etwas brennt und man es nicht rechtzeitig löscht, kann es ausbrennen. Also wenn jemand Burnout bekommt, hat aber viele Jahre oder gar Jahrzehnte nicht gemerkt, dass er versucht hat, irgendetwas zu leisten, was hinzubekommen, Anerkennung oder was auch immer, und hat alles gegeben, um seinen Schmerz, der dahinter liegt, loszuwerden. Und das ist eine psychische Störung und das ist nichts Schlimmes. Es hat jeder auf seine Art und Weise irgendwo ein psychisches Thema. Die Psyche ist nun mal wichtig für uns und die hat wie alles irgendwann mal ein Leck oder ist was nicht in Ordnung. Das ist völlig normal. Wenn ich also nicht weiß, dass ich aufgrund von unbewussten, alten, traumatischen Erfahrungen immer wieder versuche, den Schmerz durch Anerkennung, durch viel Arbeit loszuwerden, also versuche, dann werde ich über kurz oder lang zusammenbrechen, ich werde einen Burnout bekommen, ich kriege Depressionen oder andere Krankheiten. Also ein Burnout bekommt nur jemand, der sich und seinen Körper verheizt. Verheizen wird man seinen Körper nur, weil man permanent versucht, an der falschen Ebene oder Stelle Anerkennung, Aufmerksamkeit zu kriegen. Oder manche sagen, ich konnte halt nicht Nein sagen. Klar, weil sich Nein sagen auch wieder schlecht anfühlt. Burnout kriegt man also nur dann, also man brennt nur dann aus, wenn man nie gelernt hat, zu verstehen, wie sein Körper funktioniert. Und dass man permanent versucht, seinen Körper loszuwerden, weil wenn der Körper sich nicht gut anfühlt, wird man ihn versuchen, durch eine Droge zu betäuben oder loszuwerden. Ob die Droge jetzt Alkohol, Rauchen, Fernsehgucken, viel Sport treiben oder arbeiten heißt, spielt dabei keine Rolle. Jeder, der einen Burnout bekommt, hat nicht verstanden, dass er in sich unbewusste Schmerzen hat, unbewusste Ängste in sich trägt, immer Angst, was falsch zu machen, nicht gut genug zu sein. Und dadurch wird man immer wieder versuchen, mehr und höher und weiter zu kommen, um diesen Schmerz loszuwerden, anstatt ihn zu heilen. Und dann wird das System, unser Organismus irgendwann zusammenbrechen, weil es einfach sagt, ich kann nicht mehr. Ich versuche hier, oder mein Mensch versucht an der falschen Stelle was zu lösen, was nichts bringt. Um ein Burnout zu heilen, muss ich erstmal verstehen, ja, meine Vergangenheit, also Dinge, die in meinem Unterbewusstsein laufen, treiben mich an. Mein Körper hat wohl in der Vergangenheit geglaubt, und das glaubt er heute noch, er ist nicht in Ordnung, nicht liebenswert oder dumm, was auch immer. Und das versucht man dann durch Arbeit, durch Leistung, durch den Versuch von Anerkennung zu kompensieren, was so ganz sicher nie funktionieren wird. Und irgendwann bricht das System zusammen. Lernt jemand es zu verstehen, sich klar zu machen, gut. Wenn unterhalb meiner Bewusstseinsschwelle solche Antriebsmuster oder Antreiber laufen, dann muss ich mich einfach mal mit denen in Verbindung setzen. Ich muss den Schmerz und die Illusionen des Schmerzes der Vergangenheit einfach mal lösen. Dann werde ich auf keinen Fall meinen Körper mehr an die Wand fahren. Wenn ich dabei noch parallel lerne, achtsam mit mir und meinem Körper umzugehen, also mich ernst zu nehmen, dann kriege ich ganz sicher keinen Burnout mehr. Und nur so kann ich auch die Burnout-Symptome heilen, indem ich mich kennen und ernst nehmen lerne. Wir alle haben das verlernt oder vielleicht nie wirklich gelernt. Wir haben nie gelernt, unseren Körper ernst zu nehmen, dass wenn er leidet, dass wir ihn dann in Sicherheit bringen, dass wir ihm das Leid nehmen, durch das, dass wir die Vergangenheit eben auflösen, die einfach noch im Unterbewusstsein läuft. Das haben wir alles nicht gelernt und deswegen ist es ganz normal. Wenn ich nicht weiß, was ich tue, dann kann ich auch nichts ändern. Ich weiß auch nicht, dass ich da meinen Körper an die Wand fahre und dass es alles gar nichts bringt. Das heißt, wenn ich einen Burnout heilen möchte, muss ich, wie gesagt, verstehen, es ist meine Vergangenheit, die mich antreibt. Wenn ich die nicht löse, wird sie mich bis an mein Lebensende verfolgen und antreiben. Und wenn ich das löse und weiß, ich bin in Ordnung, mein Körper ist in Ordnung, dann werde ich auf gar keinen Fall meinen Körper durch zu viel Arbeit, zu viel Sport oder was auch immer zum Burnout führt, mehr an die Wand fahren. Dann werde ich meinen Körper schützen, ich werde ihn wertschätzen
Und dann kann es auf keinen Fall sein, dass man seinen Körper so dermaßen misshandelt. Das ist Körperverletzung, was man mit dem Körper betreibt, und der kann es nicht ewig aushalten. Es ist auch unterlassene Hilfeleistung, wenn man nicht weiß, was man tut, und der Körper wird seinen Dienst quittieren. Das ist also kein neurophysiologischer Prozess, wie es oft heißt. Natürlich werden Botenstoffe, Hormone in unserem Körper freigesetzt, die zu diesen ganzen Symptomen führen. Wenn ich einen Serotoninmangel in meinem Körper habe, dann geht es mir natürlich nicht schlecht. Die Frage ist nur, wieso habe ich einen Serotoninmangel oder sonst irgendeinen Botenstoff, der fehlt? Weil ich ihn verheizt habe, weil mein Körper dermaßen im Keller ist, weil diese Stoffe eben für falsche Zwecke eingesetzt wurden. Deswegen ist es durchaus in Ordnung, es auch am Anfang mit Medikamenten zu behandeln, zur Unterstützung. Nur das wird das Problem definitiv nie lösen. Es wird nur dann gelöst, wenn man es verstanden hat, wenn man dem Körper das gibt, was er nach wie vor braucht. Dann kann man jeden Burnout in Ordnung bringen und natürlich auch dafür sorgen, dass man keinen neuen Burnout oder Depression bekommt. Das ist alles möglich. Dazu bieten wir natürlich Hilfe an in Einzelsitzungen oder auch in Workshops, speziell zu Burnout oder Selbsterfahrungsworkshops, wo jeder ganz schnell lernt, wie sein Körper funktioniert, wie man ihn schützen kann, wie man Themen wie Burnout oder Depression natürlich auch, wenn sie noch andauern, relativ schnell verändern und auf die Bahn bringen kann und wie man dafür sorgen kann, dass man sowas nicht mehr braucht, um gesund, glücklich alt zu werden. Das kann man lernen. Dankeschön.